Was für Klang, aber Lost Free to Play, du bist Lost, aber nicht Free to Play. Super. Super. Das bin ich wirklich nicht. Wie gut ist denn der jetzt? Kriegen wir jetzt mal eine Info hier rein? Die Dinger gibt's nicht auf Amazon. Verlosen! Hier schreibt einer verlosen! 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 An meine Community! Das ist doch viel zu geil! Was soll denn der Scheiß? Verlosen! Herrlich! Witzig! Okay! Also du weißt ja, du findest Backseat Gamer nicht so geil, oder? Wenn Leute dir Tipps geben oder irgendwie du bist, keine Ahnung, ne? Darf ich einmal einen vorlesen, bitte? Darf ich? Okay. Mach mich nicht zu sauer. Okay, bereit? Ja. Seven Darkstar Seven schreibt: Nimm doch Federball statt Blitz. Ist doch günstiger und du hast mehr Energie für deinen Push. Ich finde dein Deck zu teuer. Ich möchte das nicht. Ich was ist der Federball und was ist Energie? Digga. Alter, ist das geil, Alter. Ey, vielen Dank für eure Tipps. Das ist wirklich... Das ist mega nice. Das ist mega nice. Okay. Nice. Und bin tot. Unlucky. Guck mal, was macht sie denn da in allen? Ja, was? Siehst warum machen die das denn? Wie können wir mit Master-Spieler spielen? Und die machen da so einen Scheiß. Oh, jetzt kommt der Zeraora, der das Spiel nicht kann und macht sogar noch einen Triple Kill. Also da sterbe ich. Töte sie bitte. Mir geht's beschissen. Das war wirklich ein Scheiße. Heute ist wieder Montag, Wochenende vorbei. Ja, jetzt geht der Arbeitsalltag wieder los. Ich hatte heute Morgen erstmal direkt morgens früh um 11.30 Uhr eine Kampagne, super stressig. Wir konnten 2 Tage Suicide Squad im Kino schauen, bevor er eigentlich rauskommt. Privatvorstellung, unfassbar gut bezahlt von Warner Brothers. Wir haben alle so viel Popcorn, Donuts, Nachos bekommen, wie wir wollten. Haben uns zu 12 das Kino geteilt mit Freunden. Also es war ein wirklich sehr stressiger Tag. Sehr stressiger Start in die Woche, muss ich wirklich sagen. Denn wir hatten so diese richtig nice VIP-Sitze, wo man sich ganz weit zurücklehnen konnte. Der Kinofilm ist gestartet, ohne Werbung. Es war so, jetzt geht's los, bam, es ging sofort los, direkt Action. Ultra geiler Film, 2 Stunden Überlänge. Ja. Danke für das ganze Mitleid im Chat. Da musste ich echt was durchmachen. Danke, Chat. Ihr seid immer an meiner Seite, das bedeutet mir viel. Das bin ich von der Fähigkeit. Ach, Digga, ja, ich werde von 3 Leuten gezoned. Relaxo und gerade greif mich durchgehend an. Da gehe ich einmal nach hinten, da wartet er doch nur drauf. What the fuck? Oh no. Naja, auf jeden Fall hat er die ganze Zeit Probleme mit seiner Elgato Cam Link und mit Elgato Game Capture. Ja? Und Chef Strobel. Also, Henki wollte nur Hilfe haben, weil eins von den beiden immer sich aufhängt. Läuft meistens über eine Software, super viele Leute haben nur Probleme. Und Chef Strobel hat nicht aufgehört, immer irgendwie so ein Produkt zu sagen, wo du direkt 4 Sachen auf einmal reinstecken kannst. Das ist mega gut und da hast du nie Probleme mit. Und er hat wirklich eine halbe Stunde Henki davon überzeugt, sich dieses Teil zu kaufen. Und Henki, gigapisst, will jetzt streamen. Der will seit 2 Stunden instant OBS anmachen und den Stream anknallen. Und Chef Strobel sagt immer wieder, er soll sich dieses Teil kaufen. Und Henki wollte nur Hilfe bei seinen Kameraeinstellungen. Und Henki hat immer wieder gesagt, er hat das Teil doch nicht hier. Fade. Wieso? Was? Ich verstehe den Skill nicht. War ich durchgehend? Ich habe den ganzen Fight ZR gespammt. Und konnte es. Man hat es auch gesehen. Man hat diese ZR, dass ich es drücke. Die Animation hat man gesehen. Aber ich konnte es nicht einsetzen. War ich Dauerstunt oder musste der Feint aufladen? Kann sein. Das ist Helmut. Moin, Helmut. Moin, moin. Helmut wohnt seit einem... Selten so doll jemand... Wie kann man so doll Helmut sein? ...50 Jahren in diesem kleinen Häuschen im schönen Oststeinweg. Natürlich mit netten Nachbarn, einer Garage fürs Auto und einer kleinen Straße. Irgendwie müssen Helmut und seine Nachbarn ja nach... Digga, Deutschland ist in dem meisten Teil Deutschlands einfach so dermaßen Deutschland.
deutscher geht's doch gar nicht. Dass sie jetzt auch echt dahin stellen und winken alle. Das sind alles Rentner, die haben alle ihr Eigenheim, feiern das übel, machen jeden Tag Unkrautzupfen im Garten und so. unterhalten sich einfach am Zaun und kennen sich alle. Das ist, also ich habe selten ein deutscheres Bild gesehen. Geil. Nach Hause kommen. Einmal danken für die Performance. Ey! Oh mein Gott! Lamus Ult, Welle plus Stun, Alter. Ich kann nicht einmal feinten, das ist ja ein Albtraum. Ich sitze hier teilweise 4 Sekunden und spamme ZR. Also ich habe das Game noch nichts anderes gemacht, außer nur ZR gespammt. Was noch? Wer jetzt noch Geld ausgibt. 3, 2, 1, erstes Deck. Oh Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber du hast 3 Gebäude, Klozauber. Oh mein Gott, das Deck ist ja... Du hast zwei Einheiten, davon ist einer der Inferno-Drake. Das Deck ist einfach. Da hat das Deck aber mal richtig gezündet. Was willst du klonen in X-Bo? Oh shit. Das ist geil. Die Challenge gefällt mir. Geh einfach rein. Und es geht um 50 Euro. Einfach rein, bitte. Ey, Volunas hat aufgegeben. Die ist nicht mehr bei uns. Der Wichser dankt für 12. Ich hasse ihn! Ja. Was ist denn mit ihm? Was ist denn? Oh mein Gott! Wir machen Dreadnought, komm, scheiß drauf. Dreadnought. Ja, let's go. Ich bin Low Rank, ich zieh dir jede runter. Echt? Ja, echt? Das gibt's. Gut. Ey, ihr müsst mich aber auf den neuesten Stand bringen. Okay, Sepp. Ach. Wie findest du die Kanone? Big Spin! Da geht Big Spin! Es würde mich nicht so tangieren, wenn ich nicht nur jetzt zurückliegen würde. Guck dir diesen Sepp an, zack, und jetzt tankt der Miner, der checkt es gar nicht. Und jetzt komm rechts. Oh, ja. Big Spin! Hast du das gesehen? Der Gegner ist so ein scheiß Loser. Es ist das bekannteste Kampf erzählen. Wie kann ich das keinem erzählen? Er spielt das Spiel zum ersten Mal. Er hat sich den Pass Royal gekauft, Alter. Er hat einfach. Der hat den Pass Royal. Der hat 5 Euro ausgegeben und setzt einen Magier instant in 2 Elite-Barbaren. Das musst du dir reinziehen. Das musst du dir reinziehen. Normalerweise ist ein Pass Royal extrem geil. Der hätte das Geld genauso gut verbrennen können, Alter. Ohne Witz. Oh mein Gott. Das ist ein Traum. Würde immer interessieren, so die ersten 10.000 Zuschauer, kommen die über die Twitch-Benachrichtigung oder über die Instagram-Benachrichtigung? Also chillt ihr vielleicht auf Twitch bei anderen Streamern und seht dann, ich bin live und kommt dann rüber oder was? Okay, krass. Macht mal mit, woher kommt ihr? Kommt ihr von Instagram, Twitch-Benachrichtigung? Oh, YouTube ist, wer drückt YouTube? Die YouTuber kriegen wir es doch gar nicht raus. Aber gut, kommt ihr generell von YouTube, geht natürlich auch. Boah, scheiße. Ich hab gefragt, woher kommt ihr? Woher kommt ihr von YouTube? Twitch-Benachrichtigung oder Instagram-Benachrichtigung? Eure Antworten? Euskirchen, Hannover, Bayern, Bielefeld, Salzburg, Frankfurt. Okay, das mit den Umfragen lassen wir. Bitte immer nur auf die Antwortmöglichkeiten klicken. Ihr sollt nicht frei interpretieren hier im Chat. Okay? Die Mods geben Antwortmöglichkeiten an. Und die sollt ihr dann bitte auswählen. Ja? Okay. Da müssen wir die Interpretationsfreiheit einfach weglassen. Wir machen einfach immer Multiple Choice, dann könnt ihr gar nicht so übel reininten. Die Dinger gibt's nicht auf Amazon. Verlosen! Hier schreibt einer verlosen! 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 An meine Community! Das war viel zu geil! Was soll denn der Scheiß? We're bored, we play.